Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil von Jira Service Management. Wir hoffen, es geht euch allen gut und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und schauen weiter. The first space you'll see that is here in the queue, where we extended the bulk record update capability to include linking to a major incident. Now let's look inside an incident, where you'll note that you can now create and link a major incident in a single button click. You can also link from here if needed. Let's go ahead and create one. You can now see the linked major incident here. You also note this new section on the left, where you can see any ongoing major incidents such as the one we just created, along with those past ones that are now closed. Additionally, from here you can see any linked parent incidents, or easily move to the major incident itself to begin your investigation. Here in the major incident view, we've added several new features, including automatically linking the affected service, and a new incident investigation view, where you can see recent major incidents, deployments, and who deployed them, all related to the service in question. You can also filter by environment. And once you have identified the deployment that you think is the cause of the incident, you have two options. You can go back to a previous deployment and redeploy, which will take you into Bitbucket to complete the redeployment, or select that deployment or an individual commit within that deployment. Wie sah das denn vorher aus? Kannst du das mal unseren Zuschauern hier erklären? Also, früher war das ein bisschen umständlicher. Wir mussten auf das Linking-Feature zugreifen und sagen, hey, ich will mein Ticket mit diesem Link versehen und dann mit einem anderen Ticket verlinken gegebenenfalls. Und das war dahingehend so intuitiv, dass der Kunde oft gesagt hat, hey, kannst du mir denn etwas Individuelles bauen? Also entweder mit einem Arbeitsablauf, den wir durchlaufen können oder ähnliches. Das heißt, das, was da gegeben war vom System aus, wurde selten benutzt. Das kennst du ja auch. Das heißt, eine unserer generellen Anforderungen ist, hey, bitte bau mir da so einen Ablauf, so einen kleinen Arbeitsablauf, wo jeder intuitiv sagen kann, hey, jetzt will ich das verlinken. Brauchen wir nicht mehr, weil das jetzt gegeben ist, anscheinend. Ja, und was das hier auch hilft, ist, dass die Teams, die vorher separat waren, jetzt enger zusammenarbeiten. Ne, vorher musstest du im Zweifelsfall dem Teamkollegen sagen, hey, mach mal einen Opt-in Incident auf, weil es halt so aufwendig war, das zu konfigurieren, beziehungsweise weil die Person vielleicht auch keine Rechte hat, etc., etc. Und wie man gesehen hat, direkt aus der Queue raus, zack. Noch eine kurze Frage dazu. Wie verändert sich das denn für uns intern, wie wir damit arbeiten? Mit dem Issue-Linking? Bisher sieht es so aus, als könnten wir alles, was wir da individuell eingebaut haben, das ist alle Workflows wegfallen lassen und einfach nur das benutzen, was sie uns da vorgeben, was viel einfacher ist, weil, wie gesagt, dann müssen wir auch das nicht verwalten. Und können den User sagen, hier, nachdem du einmal gelernt hast, damit umzugehen, denn eine Schulung ist eine Voraussetzung grundsätzlich für alle, denn da hat sich an der UI natürlich einiges geändert, ja. Können wir sagen, hey, guck mal, verwende das, was du da siehst. Du brauchst keine komplizierte Struktur von uns nochmal vorgegeben zu bekommen. Alles, was du brauchst, ist vorhanden. Du kannst dazu mal ein Video machen, ehrlich gesagt, wie das richtig funktioniert. Aber würde grundsätzlich ja für uns bedeuten, weniger Wartung, auch bei Updates etc., um zu gucken, ob die Sachen auch wirklich alle dann noch im Nachhinein funktionieren, ne? Was ich besonders cool fand, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn wir automatisches Deployment haben, was jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder hat, aber wenn man es hat, dass der Agent, / ein Supportler, theoretisch sagen kann, pass auf, da war ein Fehler, ich rolle es zurück. Ja, also wir wissen alle, wie der Prozess jetzt ist. Du musst jemanden anrufen, einen Entwickler, den musst du vielleicht dann noch ins Büro holen, weil er vielleicht keinen Zugriff hat. Der muss dann erstmal schauen, was ist los. Und dann im Zweifelsfall ein Rollback machen. Und auch das hat einen Riesenprozess. Und hier habt ihr gesehen, das ist ein Knopfdruck. Schauen wir mal weiter. Next, we have improved our Slack integration, whereby you can create a Slack channel specifically for this incident. And once there, view the incident details in real time, resolve or close the incident, update the priority, or add stakeholders. Lastly, you can also snapshot to the timeline any Slack messages that are deemed critical, which we will do here.
You also have the capability of creating or linking Jira software records, should that be needed for incident resolution. And you can see the related parent incident here as well. Kurze Frage dazu. Es ist natürlich interessant zu hören, dass das mit Slack geht, dass man quasi dieses Issue in einen eigenen Slack-Kanal umwandeln. Aber interessant ist ja natürlich auch zu hören, ich meine, wir, aber auch bestimmt viele andere Atlassian-Kunden verwenden gar keinen Slack. Wisst ihr schon irgendwie, ob es dazu Näheres gibt, dass man da auch andere Tools mit anbindet? Also geplant von Atlassian ist ja, Halb zu integrieren. Das wird, soweit ich weiß, auch Mitte nächstes Jahres dann komplett integriert sein. Und mit Halb kann ich unter anderem Slack, was wir gesehen haben, aber auch Microsoft Teams integrieren. Also das heißt, ich bin jetzt nicht auf Slack angewiesen, um diese Funktionalität nutzen zu können. Bedeutet, es ist jetzt aktuell einfach nur auf Slack erstmal ausgerollt, aber durch die volle Integration von Halb, wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, auch wirklich andere Chat-Tools mit anzubinden. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Perfekt. Schauen wir mal weiter. Now we'll close the incident and take a look at the postmortem, which you can now export directly to your Confluence Space and Parent Page of choice. Okay, das konnten wir auch, aber wir mussten natürlich Workarounds nutzen, um sowas zu machen, um den Export in Confluence zu ermöglichen. Ist natürlich super zu sehen, dass das jetzt integriert ist und das wirklich von Haus aus möglich ist, aus Jira Service Management heraus. Bedeutet zum einen für die Teams, dass man einfach weniger Wartung hat, wieder von Skripten oder Workarounds, die wir nutzen, oder Apps. Und zum anderen, dass das jetzt einfach von Atlassian mit übernommen wird, die Wartung, ne? Vor allem, was mir gerade aufgefallen ist, die UI gefällt mir unglaublich gut. Also in dem Fall, man kann ja direkt sehen, von wo man das exportieren kann und so eine Übersicht hatte ich bisher noch nicht. Es ist verdammt sexy geworden. Wir haben vorher mal gesagt, okay, Jira-Tools, voll techy. Man sieht, an der UI wird wirklich kontinuierlich gearbeitet, um die User-Experience auch wirklich zu verbessern für den Kunden. Und es ist wirklich bemerkbar. Also man muss ja ehrlich sein, wenn man das betrachtet. UX-technisch geht auf jeden Fall den richtigen Weg, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfacher und damit schneller. Und am Ende des Tages ist das Wichtigste. Schnell und einfach. Next up, we look at change management for DevOps teams. First, we started with a new workflow. One that will work for both DevOps-style teams and IT teams. Next, we wanted to streamline the process of generating a standard change record for a developer by bringing automation to where they do the work. In this example, we're a developer committing code, and by tagging that commit and taking advantage of the new change automation, we have successfully done a few things. We've created and linked a change record. We've populated that record with deployment details. We've set the risk based on the tier of the service, and we've moved the change all the way to completion, all with zero effort from the developer. This will save your developers hundreds of hours a year. Another method that builds on this approach is the ability to provide gated deployments, where instead of a standard change, a normal change is created that will stop the deployment, await the appropriate approvals, and by leveraging the service registry, we can now auto-populate those approvers, saving time again. And once approved, release the deployment. And remember, as a result of the service being linked, we enable Incident to be able to view these deployments should something go wrong. Was bedeutet das für unsere Softwareentwicklungsteams? Wir wiederholen uns wahrscheinlich zwischendurch, aber das ist mittlerweile so gut geregelt. Ich meine, wiederum werden uns Workarounds, die implementiert haben, um das Ganze zum Laufen zu bringen, hier wieder abgenommen. Das heißt, die Kooperation zwischen Entwickler und dem Service-Team, das wird hier automatisiert und sogar vorgegeben teilweise, was mir teilweise sogar Sorgen macht, dass die Leute teilweise vergessen, wie man vernünftig arbeitet, weil ein Großteil der Arbeit einem abgenommen wird. Ne? Also ich hatte persönlich gerade genau diesen Gedanken. Denn das ist tatsächlich so, du musst nur ein paar wenige Klicke machen. Das Ganze wird automatisiert an das Entwicklerteam übergeben und wieder zurückgegeben, falls je nachdem, was gerade gefordert ist. Ja, und dann geht man seiner Arbeit nach. Also alles, was einen daran hindert, weiterzuarbeiten, wird hier vom System übernommen. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, er hat auch davon gesprochen, mehrere hundert Stunden pro Entwickler, die er im Jahr spart, genau. An Zeiten. Ne? Ja, und das ist halt transparent. Bisher ist es so, wir müssen Workarounds bauen, dann
funktionieren die manchmal nicht, weil es irgendwelche Corner Cases gibt, wo das Deployment dann so in der Form nicht funktioniert. Oder die Leute halten sich nicht dran, weil es zu aufwendig ist. Das ist ja sowieso der größte Hindernis. Und wenn man das hier sieht, wie einfach das ist und wie sinnvoll es dann auch am Ende des Tages ist, also welches Ergebnis daraus kommt, das ist cool. Unterm Strich, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, Michael, unterm Strich kann man doch eigentlich auch sagen, früher hatten wir Jira Services, der Vorteil an Jira Services, highly customizable, du kannst es wirklich anpassen an deine Arbeitsabläufe und Prozesse. Das heißt ja nicht, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, sondern man sieht, dass Atlassian geschaut hat, was benötigen unsere Kunden, beziehungsweise die Kunden von Atlassian, was sind wirklich Pain Points, die alle Kunden haben und wie können wir einen großen Satz dieser Kunden ein bisschen das Leben erleichtern bei der Verwendung von jetzt Jira Service Management. Ne? Man sieht ja ganz klar, hier geht man auf Wünsche von Kunden ein, um das ein bisschen ja, optimierter und effizienter zu gestalten. Wir kennen auch viele Kunden, die sowas gar nicht machen, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Aber wenn ich mir das angucke, dann ist das jetzt, glaube ich, keine Aufwandsfrage mehr. So der Nutzen ist direkt erkennbar. Und ich kenne kein anderes Tool, was das so gut kann. Ich auch nicht. Das, was mir am meisten gefällt aktuell, ist, dass wir die Kernfunktionalität vorgegeben haben. Das heißt, wir haben ein Fundament, auf dem wir bauen können. Ja. Das größte Problem bisher war, wir hatten noch nicht mal das Fundament. Wir mussten das Fundament selber bauen. Das heißt, du musst auch vernünftig dokumentieren, damit man da weiß, okay, so arbeite ich damit. Und das befindet sich dort, das befindet sich hier. Jetzt hast du ein Fundament vorgegeben. Was bedeutet, okay, das System sagt, in dem Fall das Listing sagt, hier, das ist das, du kannst von mir aus erweitern, wie du willst. Aber damit arbeitest du, das steht fest und das maintainen wir für euch. Das heißt, da, man weiß von Anfang an, da gibt es keine Probleme, damit kann ich arbeiten und alles andere, was ich dazu hinzufüge, das habe ich zu verantworten. Das nimmt einem so viel Arbeit weg und vor allem auch, weil die Dokumentation ja auch offiziell vorgegeben ist. Aber ganz kurz eine Frage. Du sprichst davon, dass die Maintenance von Atlassian übernommen wird. Das ist ja grundsätzlich richtig. Das ist unabhängig davon, ob man in der Cloud ist oder Data Center. So, weil das ja im Produkt integriert ist. Sprich wirklich, die Wartung ist von Atlassian übernommen. Da sprechen wir nicht davon, weil das hat sich vielleicht so angehört, das Produkt muss in der Cloud sein. Nein, das ist auch ähnlich für Data Center. Dadurch, dass es ins Hauptprodukt integriert ist, ist die Wartung auch entsprechend von Atlassian übernommen. Um es kurz zusammenzufassen, was waren unsere Highlights jetzt aus dieser Vorstellung? Für mich insgesamt, worüber ich mich sehr freue, ist, das war einfach nicht einfach eine Namensänderung von Jira Service Desk zu Jira Service Management am 9. November, sondern es ist von einem Produkt, was Jira Service Desk hieß, zu einer Lösung, die Jira Service Management heißt, geworden. Also es ist nicht einfach nur ein Produkt, was man jetzt erwirbt, sondern man erwirbt eine ganzheitliche Lösung für das ITSM-Problem, was einige Unternehmen haben. Genau, der Name spiegelt genau das wider, was davor verändert worden ist, nämlich früher war es ein Desk. Jetzt ist es ein Tool, um das Ganze zu managen. Das ist, verschiedene Produkte laufen da rein. Aber das, was ist dein transparent Highlight? Die Transparenz ist mein Highlight. Genau darauf wollte ich genau zu sprechen kommen, nämlich die Transparenz, die jetzt geschaffen wurde, wo wir alle Informationen sehen und direkt sehen können, welche Funktionalitäten auch systemübergreifend hier uns zur Verfügung steht. Das ist mein persönliches Highlight. Heute. Was ist der denn deiner? Ich finde Opsgenie-Integration das Geilste. Vorher war es etwas, man muss es nochmal separat kaufen, man muss es separat einrichten. Jetzt ist es per Knopf drin. Ich habe ein Interface. Ich muss nicht zwischen zwei Programmen hin und her wechseln. Also wie du schon sagtest, Transparenz ist hier sehr wichtig. Und man sieht hier auch, wo Atlassian hingeht. Vorher war es, wie du schon sagtest, ein Desk. Das war sehr, sehr mächtig, auch wenn es wenig konnte. Und immer das, was du brauchtest, hast du dir dazugeholt oder gebaut. Aber diese Lösung ist erstmal sehr homogen, hat alles drin und ist damit natürlich auch sehr, sehr konkurrenzfähig. Und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, das ist jetzt auf ITIL optimiert, aber trotzdem kann ich immer noch Endkundensupport machen oder, wie wir es jetzt haben, Sales Support. Das Lustige oder Spannende dabei ist, wie man dann zum Beispiel Opsgenie integriert. Das heißt, hier wurde jetzt davon ausgegangen, hey, ich habe einen Server, ich habe einen Dienst oder irgendwas anderes in der Richtung, wo schnell mal jemand benachrichtigt werden muss. Aber das kann ich natürlich auch im Endkundensupport haben. Stell dir mal vor, ein Kunde macht eine Mail und schreibt, hey, ich warte so und so lange auf etwas.
dann könntest du direkt ein Incident machen und eine SMS-Benachrichtigung an Leute rausschicken und im Zweifelsfall sogar den Kunden darüber per SMS informieren. Also Möglichkeiten gibt es jetzt neue. Also wir können mehr kreative Sachen jetzt machen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Interessant, auf jeden Fall. Das bringt uns dann zum Schluss dieses Videos. Wir legen euch natürlich nahe, kontaktiert uns, wenn ihr es ausprobieren wollt. Jira Service Management, wir stehen zur Verfügung. Vereinbart einen kostenlosen, unverbindlichen Termin mit einem unserer Experten, wie Michael oder Alex. Aber auch das Rest des Teams steht zur Verfügung. Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung, im Video. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und bis bald. Ciao.